Willkommen bei Frontalfilmwerke. Heute soll es um das Authentische im Darstellen gehen und um den philosophischen Aspekt des Darstellens, oder beziehungsweise die Philosophie des Darstellens. Kommen wir erstmal zum Punkt Authentizität. Ja? Es bedeutet laut Duden echt, den Tatsachen entsprechend und glaubwürdig. Sowas in der Richtung. Für uns ist dann wichtig, den Tatsachen entsprechend und glaubwürdig. Weil im Bereich Zweiter Weltkrieg ist vieles glaubwürdig, auch wenn es nicht reinpasst. Ja? An sich ist ein Nachkriegsstalin, der deutlich vom Original abweicht, wie zum Beispiel einer ohne Helm, Lüftungsloch oder Nieten. Für Leute, die keine Ahnung haben im Zweiten Weltkrieg, glaubwürdig. Betonlich aber für Leute, die Ahnung haben, sagen sie, hä? Das Ding ist glaubwürdig wie eine Kalaschnikow. Gibt genug Menschen ohne Ahnung. Deswegen ist glaubwürdig halt immer so eine Sache, die auch subjektiv ist. Den Tatsachen entsprechend ist dann für die meisten tatsächlich sinnvoller. Es ist als Beispiel ist es so, viele Leute benutzen diese frühen Kragenspiele. Ja? Die sind historisch passend für Anfang des Krieges. Ihr wisst schon, die mit den Waffenfarben drauf. Ja? Mit weiß, rosa, schwarz, gelb. Rot und was weiß ich nicht noch alles. Burgunderfarben. Gülden. Naja, das letzte sag ich nicht. Auf jeden Fall, diese wurden offiziell 1938 meines Wissens abgeschafft und durch Einheitskampfspiele ersetzt. Das heißt aber nicht, dass man ab 1938 sie nicht mehr tragen kann. Das heißt aber auch nicht, dass man sie für den ganzen Krieg tragen kann. Weil, man darf nicht vergessen, die wurden dann bis 1938 produziert, bis teilweise wahrscheinlich einschließlich, weil ich nicht das beste Datum im Kopf habe. Und ab der Einführung wurden dann die anderen erst produziert und dann auf die Buden getan. Sprich, erst ab da konnten die überhaupt erst drauf sein. Vorher alles der Altbestand. Und dann wird der Altbestand auch weiterverwendet. Und die Blusen, auf denen die Älteren vernäht sind, werden auch noch weiterverwendet. Deshalb werden die begrenzte Fassung garantiert noch bis 1942 halbwegs oft zu sehen gewesen sein. Aber bis 41 würde ich die, also wenn die da schon in dem Rahmen 39 bis 41 ist, kannst du machen eigentlich. Nicht ganz passend, weil dann frühe Einheitskragenspiegel, das muss das ab 1938, viel passender werden für generische Darstellung, weil du nochmal wechseln kannst. Aber du kannst es machen, das ist dann deine Sache. Ab 41 würde ich aber per se sagen, nö, auf die Bluse passt das nicht mehr drauf. Egal, was du darstellst. Mich scheißegal, ob du Feldgendarm, Artillerie, Küstenartillerie, Panzerjäger oder Penispumper bist, ja, gönn ich drauf. Dann würde ich sagen, yo, baller die Einheitskrankspiel drauf. Gib davon zwei, drei verschiedene Versionen. Ja, nimmst am besten die in beige und fertig. Das ist meine subjektive Meinung, aber sie basiert auf historischen Tatsachen. Ja, und ein bisschen auf Wahrscheinlichkeit, weil wie oft man sie sah, weil auf Schwarz-Weiß, wenn du erkennst, den Unterschied schwierig, höchstens wenn es ein klarer, deutlicher Unterschied in der Farbe ist, wie weiß. Weiß ist immer sehr hell im Vergleich zu einem Schwarz oder Grün. So, da kann man zum Beispiel verstehen, dass den Tatsachen angemessen nicht zwingend heißt, authentisch für die Darstellung. Also nicht zwingend passt für die ganze Darstellung für den ganzen Krieg, sondern nur für zeitgemäß. Und darauf will ich hinaus. Jedes Mal, wenn ihr eure Darstellung irgendwie spezifiziert, werdet ihr damit euch einschränken. Wenn es waffenfarbene Kragenspiegel sind, seid ihr mehr Frühkrieg unterwegs. Wenn es spätere Blusen sind, seid ihr Spätkriegs unterwegs. Wenn es eine frühe Bluse ist, wird sie später weniger verwendet sein, aber sie kann auch da sein, wenn ihr sie richtig handhabt. Das finde ich als Kragenspiegel so toll. Viele sagen sich, ich mache eine generische Zweitweltkriegsklamotte und nehme dann eine M36. Und das finde ich meistens sehr bescheuert, weil die M36 bis 39 produziert wurde. 39 wurde schon die M40 produziert. Meines Wissens sogar die ersten Bestände ausgegeben. Bin mir aber nicht 100% sicher. Das ist das Ding. Restbestände wurden immer garantiert auch ausgegeben. Es gibt sogar Bilder von als Erfolgsstürmer, die noch eine M36 trugen durften. Aber das war, glaube ich, einer Großdeutschland-Bluse, wo das Ärmelband sogar dran war und die Schulterklappen ab waren. Deswegen, es gibt einen großen Rahmen, was den Tatsachen entspricht, weil es gibt einen großen Rahmen, der damals getragen wurde. Aber egal, was man macht, man spezifiziert sich in dieser Form. Das ist der Punkt. Authentisch ist vieles. Vieles ist authentisch. Aber es schränkt dich immer ein bisschen ein, beziehungsweise
Je weiter du den Rahmen fasst, desto mehr komische Möglichkeiten kommen, beziehungsweise desto spezifischer du weitläufig sein musst, weil wenn du irgendwas dann einer spezifisch machst, bist du dann wieder nicht weitläufig. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. So. Aber je näher du spezifisch rangehst, weil es gibt genug Leute, die sagen, ja, ich stelle jetzt diese spezifische Einheit dar, die war von 41 bis 45 aktiv. Die waren den und den Schlachten dabei. Trug die Uniform. Das ist da und da festgelegt in Bildern, Dokumenten. Schieß mich tot. Toll. Dann hast du die Option, die mit authentischen Darstellungen darzustellen. Von der Uniform und Bewaffnung wahrscheinlich sogar her, abgesehen vom Namen, weil du nicht dieselbe Person bist. So. Aber das ist A, eine Seltenheit, dass eine Einheit so gut dokumentiert ist. B, ist Einheiten, die sind so gut dokumentiert. Panzer, Lea fällt da ein Beispiel ein. Zumindest im Raum Normandie, die kann man die ziemlich gut darstellen, weil man da ziemlich viel Verschiedenes sieht. So Sachen wie, oh, sie trugen Stückblusen. Oh, sie hatten M36 Schulterklappen, was eigentlich bei Panzerkanonen relativ selten ist. Mit noch L drauf vernäht. Ah, was, kleine Hinzufügung. Gestickte Waffengattung auf der Schulterklappe wurde auch relativ schnell nach Kriegsbeginn abgeschafft und durch Schlaufen mit draufgesticktem Waffengattung-Gedöns, also Zusatzzeichen gemacht. Egal, ob es Nummer war oder sowas wie ein P oder ein L oder keine Ahnung, Puff. Irgendwann musste schließlich die Heeres... Nein, den Witz weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, Punkto ist, egal was ihr macht, wenn ihr authentisch sein wollt, muss man sich in gewisser Form immer einschränken. Generisch darstellen gibt es, hemmt aber auch ein bisschen. Authentisch ist vieles, auch wenn es so bunt ist. Bunte Sachen gehören nämlich auch irgendwo dargestellt, weil wenn keiner die darstellt, vergisst man die. Ja, es gab Typen, die trugen beim Heer SS-Tarnung. Ja, es gab Typen, die trugen, keine Ahnung, Heerestarnung bei der SS, und das sage ich so relativ oft. Es gab Typen, die trugen eine Tarnmütze, so wie ich decke hier. Ich mag einfach das Tarnung. Don't judge me. Das heißt nicht zwingend, dass man es bei jedem Event haben muss. Das heißt aber auch nicht zwingend, dass es nicht berechtigt ist, dargestellt zu werden. Es gab Leute mit Bart, es gab Leute ohne Bart, Mehrzahl ohne Bart. Es ist deshalb berechtigt, Leute ohne, mit Bart nicht darzustellen. Das ist eben das eine. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, die Philosophie des Darstellens. Weil die ist subjektiv. Aber erst kommen wir zum nächsten Punkt, ehe ich weiter sammle und dieser Trick noch länger wird. Meine Güte, der arme Kerl im Schnitt. Also. Diesen Abschnitt hier habe ich vorhin ganz popös als Philosophie der Darstellung geschrieben. Und darin geht es jetzt einfach darum, Darstellung ist in sich trotzdem eine sehr subjektive und persönliche Sache in gewisser Form. Du handelst als Individuum ja auch in gewisser Form durch deine Darstellung hinaus. Je nachdem, wie du dich entscheidest und worauf du deinen Fokus legst, darstellst du. Das ist ein starker Kontrast zu dem, wie es damals war. Du bekamst damals deine Uniform, deine Bewaffnung und deine Rolle im Prinzip in meisten Fällen zugewiesen. Du konntest ein bisschen flexibler sein, aber vieles davon hast du nicht selbst entschieden als generischer Mannschafter. Offizier ist eine andere Kiste. Ich rede auch in den meisten Fällen nicht für Offiziere oder Offiziersdarsteller. Der Punkt ist, als Darsteller kannst du alles selbst entscheiden, hast du alles selbst, was du besorgen hast, und es gibt keine Versorgungsstelle, die dir alles bringt. Du musst alles selber machen und hast dann dementsprechend auch selber eigene Schwerpunkte, andere Ansichten zu Sachen Authentizität und andere Sachen, andere Ansichten davon. Was ein Muss ist und was nicht. Was zwingend da sein muss und was nicht. Ja? Und was nur ein bisschen fancy Zusatzgedöns ist, was man aber eigentlich nie braucht. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, okay, allgemein gute Darstellung muss sein, mit allem an Ausrüstung und ein bisschen Kleinkrams. Und damit ist man gut. Ja? Damit ist man gut. Ja? Wenn du die ganze Klamotte fertig hast, bist du in Ordnung. Dann hast du alles, was du brauchst, bist du in Ordnung. Wenn du dann noch Kleinkram hast, machst du es gut, und wenn du alles so authentisch wie möglich hast, ja, wie geleckt von den besten Rebbaustellen, ist man meiner Meinung nach super, ja. Dann gibt es Kerle, die sagen, nö, ich fasse diese Rebartikel nicht an, weil die sind von der Herstellungsart mir doof, weil sie mit der bestimmten Farbe gedruckt werden, die es damals nicht gab, oder weil ihr kommt XY und Snob. Ja, es gibt Leute, die kaufen billigere Repos. Es gibt Leute, die kaufen teure Repos. Es gibt Leute, die machen dicke Hose auf ihre teuren Repos und meinen, alle, die billigere Repos haben, niederzumachen. Und es gibt Leute, die tun es nicht. Rat mal, welche Person ich lieber mag. Ihr wisst genau, was ich meine.
Ich sag niemandem, dass sein oder keine Ahnung, seine olle Mütze von Hiki der letzte Dreck ist. Aber ich sage ihm auch nicht, dass sie die beste ist. Eben der Sani. Jeder hat unterschiedliche Ansprüche, jeder geht unterschiedlich ran und jeder hat unterschiedliches Wissen. Niemand weiß alles. Deswegen solltet ihr euch selber auch vielleicht informieren. Ich bin auch nicht allwissend. Ich weiß auch nicht alles über alles. Und das merkt man vielleicht auch in ein, zwei meinen Videos, dass ich nicht das Universalgenie bin. Und das werde ich auch nie sein und habe ich auch nicht vor zu sein. Deshalb merkt euch, subjektiv, ein vollkommen subjektives Hobby in gewisser Form, in gewisser Form. Ansonsten stellt man immer einheitlich dar und dann seid ihr auch in gewisser Form in einer Einheit und müsst auch in der euch dementsprechend anpassen und dementsprechend darstellen. Das wandelt das alles auch wiederum. Das wandelt euch auch als Person ein bisschen und eure Ansicht auf Darstellung. Das, was ihr dabei erlebt. Das prägt es, ja. So, so wie ihr handelt und denkt, wird dadurch dann auch beeinflusst, was ihr worauf im Fokus liegt, was ihr euch als erstes holt. Mit eins der ersten Dinge, die ich mir geholt habe, waren verhält Essgeschirr, weil ich keins hatte und nicht wusste, dass ich mir eins holen musste bei meinem ersten Event. Mir war es richtig peinlich, als mir einer dann eins leihen musste. Und ich habe mir dann als erstes genau das geholt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt ein Besteck hatte, aber das Essgeschirr, ja, so ein Fresspot, war das erste, was ich mir geholt habe. NV, 6 Euro, eBay. Hauptsache damals da, umlackiert und fertig war's. Jede Erfahrung beim Hobby bildet dich weiter, aber du musst das Hobby auch aktiv ausüben. Nur wenn du auf Instagram ganz viel guckst, dann hast du ein ganz anderes Bild vom Hobby. Und wenn du das mehr für dich im Garten machst, als wenn du aktiv auf Events gehst, dabei in der Scheiße sitzt, im Dreck, Regen, Wasser, Schlamm, scheißegal, als wenn du zu Hause irgendwo das Reenactment-Äquivalent von Internet-Rambo bist. Ja? Stubenhocker-Rambo. Ich habe einen Kumpel, der ist Bushcrafter. Total netter Kerl, der ist noch nicht im Hobby richtig drin, noch nicht ganz fertig. Aber es ist, der ist besser als viele von den Kerls, mit denen die kaum auf Veranstaltungen gehen, gerade weil er aus dem Bushcrafting Erfahrung hat und dadurch richtig gut da reinkommt, was er braucht für sich an Kleinkrams und was er an Ausrüstung schon benutzt, was eigentlich ein Reenactment zu verwenden ist. Dann macht er das super. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie gut er das eigentlich hinkriegt. So. Und ja, ich kenne den anderen, der hat an sich anscheinend wohl relativ viel Wissen, ist aber dann teilweise faul, um das zu belegen oder meint einen anderen das vorzuwerfen. Und man merkt, der hat wohl Ahnung irgendwo, aber zugleich meint er sich seine dann wieder kaputt zu machen oder andere Sachen runter zu machen. Das tut auch nicht gut. Also, und da fällt mir noch ein, eine Sache, die ich auch noch betonen muss. Es ist ländertechnisch immer unterschiedlich. In Deutschland ist die Szene anders, wie in Frankreich, wie die Szene anders ist in England, wie die Szene anders ist in den USA oder in Russland oder Polen. Ja, die sind immer ein bisschen anders. Ähnlich, aber anders. Ja, in Holland darfst du kein SS darstellen. Sprich, hier sind da alle ganz schnell gegen SS und alles, was im entferntesten Richtung geht. Ich bekam mal Schiss, weil ich als Zelt, weil ich unter meinem Schlafsack auf einer SS-Zeltbahn gepennt habe, als ich in Holland hatte. Das Ding ist verboten, da wusste ich nicht. Da kam ich riesen Anschiss. Aber das wirkt sich auf die Darstellung halt aus. Als ich da mit Sumpftarnung lief, hat mich einer gefragt, ob das nicht SS-Tarnung sei. Die stehen da deshalb Vulkanung, bis auf Splittertarn, sehr fremd gegenüber. Wusste ich vorher auch nicht. Ist jetzt aber auch nur eine Vermutung. Die ein, zwei Personen, die ich da erlebt hatte, haben mir dieses Bild geprägt. Das ist der Punkt. Alles subjektiv. Ihr prägt euch damit auch selbst, euer Wissensstand, wie ihr an alles rangeht. Welche Methodiken ihr verwendet, wo ihr den Fokus habt. Es gibt Leute, die haben Fokus unbedingt bei frühen Sachen und nutzen sie auch spät, was dann teilweise Quatsch ist oder auch so kleineren Details, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, wie man braucht keinen Arbeitsdrill. In meinen Augen braucht man ihn nicht. Es gibt Leute, die in Marion Eckman-Truppe, die ich bin, die liegen da unfassbar viel Wert gefühlt und erzählen es immer wieder Neulingen und zeigen dann ihre Bilder damit. Ich denke mir so, Jungs, das Ding braucht man fast nie. Man nutzt es nur auf Fotos, oder wenn man zu faul ist, seine eigene Uniform anzuziehen auf einem Event, wo du eh nichts machst. Was im Prinzip dann glorifiziertes Display ist. Was dann mir auch am Arsch vorbeigeht, tut mir leid. So, das wäre jetzt mein zum Philosophen-Aspekt nochmal kurz zusammengefasst. Wirklich subjektiv, ich habe jetzt mehr zu fassen, tut mir leid. Es ist immer ganz viel abhängig vom Wissensstand und vom Austausch und vom Erlernten auch. Du hörst dir auch viel von anderen an, von denen du glaubst, dass sie mehr Ahnung haben. Nicht, das heißt nicht, dass sie nicht die Ahnung wirklich haben und es falsch ist. Das heißt nur, dass du auch teilweise nicht reflektierst. Das passiert jedem und das ist okay. In gewissem Rahmen. Aber weiterbilden ist immer besser. So. Dann ist es regional unterschiedlich. Was in Amiland gilt, gilt nicht zwingend in Deutschland. Aber was in Deutschland gilt, heißt nicht, dass es nicht zwingend auch in Amiland gilt.
ist ähnlich, aber nicht gleich. So. Und zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, seid nett miteinander. Egal was es ist, egal ob es euch triggert oder nicht, keinen blöden Unterton. Es sei denn, ihr seid freundschaftlich miteinander im Umgang, macht sowas. Wenn es erstmal darum geht, dass jemand Anfänger ist und du nicht weißt, ob er mehr Ahnung hat, dann sei nett. Ja? Weil es ist das Schlimmste in meinen Augen, einem Anfänger gegenüber einen Saftsack zu sein. Den runterzumachen, den anzumotzen und dem irgendwie einen hochriesigen Snob drüber zu spielen. Ja? Es ist halt kacke, weil niemand sollte am Anfang so behandelt werden. Weil das ist ein unglaublich schönes Hobby, unglaublich viel Spaß machen kann, wo du unglaublich viel tolle Erfahrungen haben kannst. So, genug Quatsche vom Olli von vor 2 Wochen. Jetzt bin ich hier und mache die Abmoderation und noch ein paar Kleinigkeiten zum Schluss. Also, dieses Video sollte euch nur alles ein bisschen Denkanstoß geben. Das sind auch meine Gedanken dazu. Es ist also subjektiv in gewisser Form. Jeder kann dazu gern sein Selbst dazu geben und sagt so, boah, Digga, du bist falsch. Ich möchte hier noch zum Abschluss einmal erwähnen, dass sich das beides halt wechselseitig beeinflusst, so, richtiges Wort, und damit sich gegenseitig auch beflügeln kann oder vermindern kann. Jeder geht anders in seine Darstellung an und jeder geht dadurch auch anders mit seiner Authentizität um oder dem, was er als authentisch ansieht. Ja, manch einer muss unbedingt alles originalgetreu wie möglich haben, manch einem ist es egal, wenn es zu ähnlich genug ist, dass es halt passt. So bei kleinen Krams haben viele Leute unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, sie brauchen unbedingt die Unterwäsche, die passend ist, historisch. Einige, wie ich, sagen, ich gebe einen Fick drauf, ich trage einfach eine Unterhose, ganz normal, und habe aus Faulheit mir tatsächlich Wehrmachtsocken besorgt. Also ohne mit Absicht. Wie kann man aus Versehen Wehrmachtsocken kaufen? Also nur zur Info, Wehrmachtsocken sind einfach meines Wissens graue Socken mit 2 Waschenstreifen. Und die habe ich mal, bevor ich mit Eckmann angefangen habe, diesen riesen Batzen geholt. An Arbeitssocken, die genauso aussahen. Es war nie Absicht, aber sowas passiert. Ja? Also, nur so zur Info: in Stiefeln gehen gut Arbeitssocken. Das ist mein Credo da. Wenn ihr eine andere Meinung seid, schreibt sie gerne in den Kommentaren. Das ist der Punkt. Je nachdem, wie ihr mit Authentizität umgeht, spiegelt sich das in euren Gedanken zum Darstellen wieder. Je nachdem, wie ihr dann agiert, reagieren auch Leute auf euch. Und somit bilden sich teilweise Diskussionen, die nur basierend auf unterschiedlichen Meinungen zu Kleinigkeiten sind. Ich hatte mal eine lange Diskussion, an der ich am Ende sogar beschimpft wurde, weil ich gesagt habe, dass es egal ist, ob unter M36-Kragenspiegel für eine 39er-Darstellung mit Einheitskragenspiegel, wohlgemerkt, noch das gleichfarbige Plättchen ist, weil man es ab über einem halben Meter nicht mehr sieht. Die andere Person hat mich danach als hat Ewigkeiten mit mir diskutiert und mich am Ende dann als unauthentischen Darsteller bezeichnet, der hier Unterklasse ist, und ich dachte mir dann so, Dude, ich habe nicht denselben Ansatz wie du, nicht dieselben finanziellen Mittel wie du. Du hast keinen Plan, wie meine Darstellung ist, weil wir vielleicht 2-3 Mal wirklich ernsthaft bei der Darstellung zusammengearbeitet haben, da waren wir ebenbürtig. Und ich helfe dir und bin ansonsten korrekt mit dir, was soll die Kacke? Aber sowas passiert dann, nur weil man unterschiedliche Ansätze hat. Jetzt aber genug von Beispielen. Macht eure Darstellung, wie ihr es Bock habt, seid nett zueinander. Habe ich, glaube ich, im letzten Take schon gesagt. Und ja, kommen wir jetzt zum Abschluss, zu 2 kleinen Ansagen und dann endgültig Ende. Erstmal, wir machen bei 500 Abos einen kleinen Livestream. Zumindest sage ich mir so 2-3 Stunden. Da können wir dann Verschiedenes machen. Gaming, Q&A-Krams wird natürlich gemacht. Ich habe ein paar Spiele mir schon überlegt, natürlich alles im 2. Weltkriegsrahmen erstmal. Wir können gerne Shops gucken, falls ihr das Bock habt, oder eine Reaktion auf ein Video machen. Ich muss das alles noch ein bisschen rausfinden, aber ja. Falls ihr das schneller sehen wollt, verbreitet unsere Videos, weist Leute auf unseren Kanal hin, wäre super. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Als zweites, falls ihr was besorgt haben wollt, ich helfe euch immer noch gerne. Ich mache euch immer noch so kleine Sets fertig und schickt die euch dann zu quasi. Und ja, ich glaube, dazu habe ich schon genug in dem Offiziersprüfen-Video gesagt. Wenn nicht, fragt uns einfach mal so bei uns. Ich helfe immer gern bei allen möglichen Fragen zum Thema Darstellung. Frontalfilmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.